connected. Aber wie war das mit deinen Eltern? Musstest du die da überreden oder? Auf jeden Fall. Aber da hat halt auch gerade gut dieses Argument gezogen, dass man halt danach nur noch aufstocken muss zum Beispiel. Mhm. Und dass man halt für B muss ich halt nicht nochmal die komplette Theorie machen. Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackies am Start mit einem neuen Dual Drift Vlog. Und mit dabei heute die liebe Alisa. Das ist immer so geil, das ist immer so, man weiß immer nicht, ob der dann reden soll oder nicht, wenn man mitten in der Ankündigung ist. Das Problem haben wir mit Lukas auch immer. Ihr kennt Alisa bestimmt noch. Letztes Jahr sind wir viel gefahren, ne? Dieses Jahr, sind wir eigentlich dieses Jahr schon mal gefahren? Nee, ich glaube nicht. Krank, Mann, stimmt. Das erste Mal, checkt ihr auf jeden Fall auf Instagram ab. Wie viele A's und I's und so hast du nochmal? A, L, L und dann 5 I's oder so? Oder 2 genau. I's, 5 A's oder fünf so? 5 I's, 2 S und 1 A. Krank, richtig kompliziert. Aber ihr findet das schon, auf jeden Fall. Genau, und ich hab der lieben Alisa meinen zweiten Helm gegeben. Ich fahre mit dem Crosshelm. Und sie hat meinen HJC Black Panther. Der übrigens richtig nice aussieht, der steht dir richtig. Das goldene Visier ist echt richtig geil. Auch vorhin, als du so angekommen bist, als du da rumgefahren bist, ja. Da hat das, Vorsicht, lass mal hier das, den Mercedes rein, da hast du so geleuchtet irgendwie. Ja. Krank, wir machen Platz und der da muckt da ja. Hinten rum. Da hast du so geblinkt, dieses goldene Visier. Und ja, wir wollten eigentlich zusammen fahren, da habe ich gedacht, so ey, ich habe doch noch so ein Ersatzsehner, so ein zweites, so ein kleineres. Seht ihr, steckt dahinter drauf. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber das ist halt, das kann man reinstecken, Plug and Play und dann verbinden und dann geht das direkt. Weil ich finde es mittlerweile richtig komisch, muss ich sagen, mit Leuten Motorrad zu fahren, wenn wir nicht verbunden sind. Ja. Weißt du, weil ich mit Lukas und mit den ganzen Leuten, mit David Boss und so, wir sind immer alle verbunden und dann fühlt es sich so komisch an, wenn du nicht miteinander reden kannst. Das ist wie zocken ohne Teamspeak oder so oder Discord oder was auch immer. Ich hatte nämlich auch überlegt, dass ich mir als nächstes mal einen Sehner aneigne, dass ich mein eigenes Sehner habe. Und wenn man das im Doppelpack kauft, dann sind die auch nicht so teuer. Ja. Und dann mache ich das am besten mit Christopher zusammen und dann sind wir auch connected. Ja, Mann, und es lohnt sich halt richtig, finde ich. Also unabhängig jetzt, das soll jetzt nicht so krasse Sehner-Werbung sein. Klar ist Sehner das Geilste und so, finde ich. Aber an sich einfach diese Kommunikation auf dem Bike ist viel geiler, als man sich das vorstellt. Auch unabhängig von den Videos jetzt. Einfach miteinander labern zu können und so, ist einfach richtig geil. Und wie oft uns das schon, also mir und Lukas, das irgendwie Zeit gespart hat mit, ach, lass mal doch hier links abbiegen oder ich muss tanken oder so. Da muss man sich nicht immer so rumwinken und so weiter. Das ist halt echt richtig chillig. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ich finde es auch richtig witzig, dass du eine komplette Kombi hast. Aber dann Sneakers. Ja, das Problem ist einfach, dass meine Motorradschuhe, ich weiß nicht, ob meine Füße gewachsen sind, aber irgendwie sind die mir ein bisschen zu eng. Ich habe immer blaue Flecken von denen. Hä, wie? Wo hast du blaue Flecken? An den Zehen oder was? Nee, am Schienbein und so. Weil die sind ja ein bisschen höher. Ich habe ja so richtige Stiefel. Ja. Und ja, so wie ich halt, oder nicht? Ja, so wie du ungefähr, ja. Und ja, ich muss mir auf jeden Fall, bevor ich A2 mache, nochmal neue mir anlegen. Bist du schon bei A2 dabei? Nee, ich mache gerade meinen Autoführerschein, aber nach dem Autoführerschein mache ich dann direkt A2, glaube ich, noch. Kann man das nicht zusammen machen? Beziehungsweise machst du das zusammen? Also ja, man, Theorie und so? Also man damit du es nicht zweimal machst. Aber daher, dass ich ja in A1 schon die ganze Theorie fürs Motorrad habe, muss ich das ja für den A2 nicht nochmal machen. Ach so, stimmt. Hier, wir müssen rechts rüber. Hier ist eine Baustelle. Stimmt, das ist ja alles auch neu. Ja, genau. Also wenn man aufstocken will, dann braucht man wirklich nur noch diese eine praktische Prüfung beim TÜV machen und dann hat man ja A2 fertig und muss nicht... Ah, ja. Machen. Also wie von A2 auf A offen. Genau. Ist das also auch mit A1 auf A2? Ja. Das ist ja entspannt. Das ist eigentlich noch ein Argument mehr, warum man A1 machen sollte, finde ich, oder? Finde ich auf jeden Fall. Weil als ich das damals gemacht habe, und das war 2011, habe ich A2 gemacht oder damals
beziehungsweise 2009 hätte ich A1 machen müssen, hab dann doch Roller gemacht, weil es einfach damals Verschwendung wäre. Du hast den ganzen A1-Führerschein gemacht und hast alles bezahlt und so, aber dann war das ein komplett neuer Führerschein. Also du musstest dann für A2 wieder komplett von vorne anfangen. Ja, und das ist halt richtig dumm. Ja, das ist halt richtig scheiße. Weil da hast du dann, der A1 hat da trotzdem, weiß ich nicht, 1,5 gekostet oder so, ne? Ja, meiner hat auch 1,5. Ja, genau. Und dann ist das Geld einfach komplett verschwendet. Und wenn du dann nicht so viel Geld hattest, wie ich mit 16, das konnte ich mir einfach nicht leisten. Meine Eltern waren auch nicht so happy. Also beziehungsweise meine Mutter war nicht so happy. Mein Papa hat mich da immer gut unterstützt. Der gute alte Papa Blackout. Aber ja, deswegen haben die halt gesagt, du kannst es machen, aber du musst es selber bezahlen. Und dann hat es halt nur für Roller gereicht. Und der Rollerführerschein war halt billiger. Der hat, glaube ich, 700 für mich damals gekostet oder so. 7 oder 800. Und das habe ich halt zusammenbekommen, weil ich habe schon mit 15 und 16 Nebenjobs gehabt, um mir das halt selber zu bezahlen. Was übrigens auch ein guter Punkt ist, um seine Eltern vielleicht zu überreden, wenn man Selbstverantwortung zeigt und sagt, guck mal, ich spare dafür Geld, ich arbeite, das ist mir so wichtig, dass ich selbst dafür arbeite. So, das zeigt Eltern manchmal, dass man es wirklich will. Lass mal hier stehen bleiben und dann gleich da rechts rüber. Okay. Ja, ich hab halt auch mit 14 angefangen zu arbeiten. Mhm. Mit 15 dann auch noch. Da habe ich ein Jahr Pause gemacht, weil ich mich auf die Schule konzentriert habe. Und dann habe ich, also arbeite ich jetzt halt auch und zahle halt, oder habe am Anfang immer noch Geld zurückgezahlt, was ich halt von meinen Eltern geliehen habe damals. Weil ich halt jetzt momentan den Job halt ausführe, weil ich den Führerschein habe und ich konnte den davor halt nicht machen. Ja, das ist doch geil. Aber wie war das mit deinen Eltern? Musstest du die da überreden oder? Auf jeden Fall. Aber da hat halt auch gerade gut dieses Argument gezogen, dass man halt danach nur noch aufstocken muss zum Beispiel. Mhm. Und dass man halt für B muss ich halt nicht nochmal die komplette Theorie machen, sondern halt nur einen Teil. Dadurch ist der dann natürlich auch billiger und halt auch, weil ich dann dadurch selbstständiger bin. Weil ich habe ja damals... Selbstständigkeit ist gut, auf jeden Fall. Weil ich hatte halt damals auch Leistungskunststunden gemacht und hatte über 3-mal die Woche Training. Und da dann jedes Mal von Mama und Papa gefahren zu werden, hatte ich halt keinen Bock. Und dann habe ich halt gesagt, ja guck mal, dann kann ich ja alleine zum Training, dann müsst ihr mich nicht 4-mal die Woche zum Training fahren. Das ist ein richtig guter Punkt. Das ist echt richtig cool. Ja. Weil mich fragen halt oft immer Leute, ich habe halt auch viele junge Zuschauer und Leute, die 14, 15 sind und die A1 machen wollen und die fragen dann, hast du Tipps, wie ich mit meinen Eltern darüber reden kann, weil es halt viele nicht erlauben. Und das ist natürlich ein richtig geiler Tipp. Das stimmt. Diese Unabhängigkeit, ne? Ja, das ist auf jeden Fall richtig geil. Und man hat dann halt auch schon Erfahrung im Straßenverkehr und der Autoführerschein fällt einem dann ja auch leichter. Ja, auf jeden Fall. Wobei, vielleicht sogar wieder ein bisschen schwerer, weil man ja in der Fahrschule so übertrieben komische Sachen teilweise machen muss. Ja, weißt du, so Einfahrten, die abgesperrt sind, da musst du irgendwelche Schulterblicke und so machen, was so völliger Quatsch ist. Oder kennst du diese Straßen da vorm CTF, da wo jetzt der Radfahrerweg ist und früher waren das so anderthalb Spuren. Ja. Und dann war so eine Verengung und man musste immer blinken und Schulterblick und dann ist man aber trotzdem auf der gleichen Spur geblieben, weil die zweispurig benutzt haben. Das ist halt Quatsch. Aber im Allgemeinen hast du natürlich voll recht. Ja, also ich habe ja auch heute meine erste Fahrstunde gehabt und mir fiel halt das Autofahren schon leichter, würde ich mal sagen, als anderen, weil du kennst halt dieses Spiel zwischen Kupplung und Gasgeben schon. Wie man richtig schaltet, wann man schaltet und allgemein halt, wie man sich im Straßenverkehr verhält. So. Das stimmt, auf jeden Fall. Das ist geil. Ja. Der größte Punkt, denke ich, den die Eltern immer vorbringen, ist natürlich, dass sie sich Sorgen machen, was natürlich normal ist für Eltern, und dass sie dann sagen, das ist zu gefährlich. Und das ist halt ein großes Problem, weil dagegen kannst du eigentlich keine guten Gegenargumente liefern. So, nee. Ne? Weil das ist einfach gefährlich. Man kann halt höchstens immer nur bringen, ja, ich ziehe auch wirklich jedes Mal meine Schutzsachen an oder ja, dann kauf mir doch wenigstens ordentliche Schutzkleidung. Da kann man dann die Eltern auch nochmal gut zu bringen, dass die einen vielleicht die Schutzkleidung bringen. Das stimmt. Ja, okay. Aber da wären die Eltern dann auch nicht abgeneigt. Ich glaube nicht, dass sie sagen, nö, fahr mal lieber in Jeans. Ja, eben. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Argument da, dass die einen vielleicht dann wenigstens die Schutzkleidung zahlen, damit man dann wirklich nur die Kosten für den Führerschein hat. Mhm.
Du bist ja jetzt schon fast durch. Also du hast ja gesagt, du hast jetzt bald A2. Ja. Da bist du ja das perfekte Beispiel jetzt, weil du bist ja jetzt das ganze A1, hast du es direkt mit 16 gemacht? Ja. Also bist du quasi seit 2 Jahren, sagen wir mal, hast du das, ja, ne? Und jetzt als im Nachhinein, hat es sich gelohnt? Also fandest du es geil? Ja, also auf jeden Fall. Allein schon auch nur durch Motorradfahren lernt man einfach so viele Leute kennen und man lernt halt auch die Stadt, in der man wohnt, zum Beispiel auch viel besser kennen. Stimmt. Man hat einfach so viel mehr, ja, ich weiß auch nicht, Orientierungssinn. Man weiß einfach mehr über die Stadt und alles. Kann man hier eigentlich noch nach rechts? Ah ja. Ja, kann man. Also davor, muss ich sagen, kannte ich mich in Hamburg jetzt halt nicht so gut aus. Aber daher, dass du dich dann einfach aufs Motorrad setzt und einfach random durch die Gegend fährst, sag ich ja, mal. Ja, ja. Man lernt einfach die Stadt kennen, man lernt so viele Leute kennen und allgemein. Ja, und ich glaube, wenn du viel Geld fürs Motorradfahren ausgibst, da hast du auch kein Geld, um dir irgendwie Drogen oder so zu kaufen. Eben, und man verbringt auch einfach so viel Zeit auf dem Motorrad, das ist echt Wahnsinn. Du stellst halt nicht so viele Dummheiten an, ne? Ja. Okay, höchstens durch irgendwie zu schnell fahren, aber selbst das ist mit einer 125er aber eher schwierig. Ja. Nee, ich finde das schon cool und ich denke, wenn ich Kinder haben sollte, würde ich das denen auf jeden Fall erlauben. Aber man kann sich das halt, wenn man keine Kinder hat, glaube ich, nicht vorstellen, wie doll man sich Sorgen macht, ne? Ja, ich denke. Und vor allem, wenn man selber Motorrad fährt. Mein Papa sagt halt immer, er macht sich auch immer noch Sorgen und er weiß, ich fahre super und er guckt die Videos und weiß, ja, ich habe eine geile Einstellung. Aber er sagt, er ist halt selber früher gefahren und teilweise auch wie ein Irrer und daher weiß er, wie gefährlich das sein kann und wie knapp er manchmal irgendwie wo vorbeigekommen ist und wie eng die Sachen waren und so. Und ich glaube, dann ist es noch schlimmer, wenn du es wirklich dir so vorstellen kannst und denkst so, oh, mein Sohn kommt in die gleichen, oder meine Tochter, in die gleichen, ja, Situationen, hoffentlich reagiert er da richtig. Na? Ja. Hier ist frei, ich könnte mal ein Wheelie bis zur nächsten Ampel machen. Oh, der war doch entspannt. Ja, ne? Also David hat mir echt so krass geholfen. Es ist so heftig, was mittlerweile geht. Ich freue mich auch, wenn er mal wieder nach Hamburg kommt. Ja. Dann hat er gesagt, machen wir Teil 2. okay, lass mal doch da vorne hingehen und ein Foto für Instagram machen. Ja. Hier ist übrigens Alisas Name. Hier steht's drauf, für die, die es wissen wollen. Danke. Und ich glaube, wir haben uns so verlabert schon wieder. Aber ein paar geile Themen waren dabei, ne? Oh, schöner Porsche hinter dir. Also komm mal gleich auf die rechte Spur und dann biegen wir hier rechts ab. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Checkt Alisa aus. Und ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann. Macht's gut. Peace. Und haut rein, ihr Ladratten. Pa, pa, pa. Summer, where my spirit's free, no one's stopping me now.